Heute, meine Damen und Herren, geht es um die Wurst, denn es werden die beiden mit Abstand wichtigsten Themen der Märkte verhandelt. Erstens die Zinsfrage und zweitens die KI-Euphorie. Erstens die Zinsfrage ist deshalb so bedeutsam, weil die Zinsen darüber entscheiden, wie teuer Geld faktisch ist. Erstens und zweitens, wie viel Liquidität den Märkten praktisch zur Verfügung steht, damit die Aktienkurse steigen können, denn man macht immer wieder die Beobachtung, dass die Lage so schlimm sein kann, wie sie will. Wenn die Liquidität hoch ist, steigen die Aktienmärkte. Wenn die Liquidität gering ist, dann kann die Lage möglicherweise fundamental bombig sein, aber die Kurse fallen trotzdem. Also das ist ein entscheidender Punkt. Und zuletzt noch wichtiger war allerdings die KI-Euphorie, angetrieben von Nvidia, unendliches Wachstum. Das wiederum wird anderen Unternehmen, so die Theorie, die bislang nicht eingetreten ist, aber die als Vision sozusagen aufrechterhalten wird, nämlich das wird anderen Firmen ermöglichen, effizienter zu agieren, die Kosten zu drücken und gleichzeitig die Einnahmen zu steigern. Nun ja, wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Also heute FED-Protokoll 20 Uhr und Nvidia-Zahlen nach 22 Uhr. Das sind die entscheidenden Dinge, wo jetzt, wie gesagt, diese beiden Hauptthemen verhandelt werden. Schauen wir uns mal die Dinge an. Nvidia ist jetzt seit Anfang 2023, seit gut einem Jahr, mal eben 400% gestiegen. Wir sehen hier auf der rechten Seite, meine Damen und Herren, das ist CNBC, ein Ausschnitt. Countdown to Nvidia Earnings, das zeigt, wie welche Bedeutung hier diesen Zahlen beigemessen wird. Die Optionsmärkte preisen eine Bewegung von 200 Milliarden Dollar ein, also so 10-11% bei der Aktie entspräche. Eben bei der Aktie eine Bewegung von 76 Dollar um und bei. Also wir sehen, da ist Action. Gestern haben wir ja gesehen, dass nie wieder gefallen ist. Man hat sich dann auf, in Anführungszeichen, minus 4,35% erholt, nachdem es zwischenzeitlich ja schon über 6% nach unten ging. Dennoch, nie wieder ist jetzt wieder zurückgefallen hinter Amazon und Google, was die Marktkapitalisierung betrifft. Schwächster Handelstag seit Mai. Gestern ja auch Turbulenzen um Supermicrocomputer. Auch diese Aktie hat sich dann erholt ein bisschen, aber dennoch massiv an Marktkapitalisierung verloren nach dieser gigantischen Rallye, die man mal eben absolviert hatte. Wir sehen also, da ist ziemlich viel Volatilität in dieser KI-Story derzeit drin. Liegt auch daran, Nvidia aus meiner Sicht gestern auch gefallen. Nicht nur, weil da einige Herrschaften vielleicht Gewinne mal mitnehmen und sagen, die Zahlen tue ich mir nicht an. Angesichts der hohen Erwartungen, da gehe ich lieber auf Nummer sicher und nehme Chips vom Tisch und sichere mir damit Gewinne. Aber hier, und das ist das Grundproblem von Nvidia, die größten Kunden wie Microsoft entwickeln im Prinzip selbst Alternativen zu den Produkten von Nvidia. Und das ist früher oder später sozusagen wahrscheinlich der Knockout für die Dominanz von Nvidia. Ist aus meiner Sicht eine Frage der Zeit, wie lange kann das noch gehen? Hier sehen wir, dass Nvidia an diesem Trendkanal angekommen ist und wie eine Analystin hier schreibt, ein Earnings Miss hätte das Potenzial, also eine Verfehlung, die Aktie stark unter Druck zu bringen, während sogar ein Übertreffen der Erwartungen es nicht schaffen könnte, das positive Momentum aufrechtzuerhalten, wenn eben die Zahlen nicht noch stärker sozusagen übertreffen als ohnehin erwartet. So stark sind die Erwartungen. AI isn't a bubble, sagte Tom Lee. Real demand is there. Und hier sehen wir mal, es wird erwartet, dass Fiscal 4, und das ist ja hier das zur Diskussion stehende, dass wir hier bei 20,5 Milliarden Dollar sind und irgendwann dann noch weiter nach oben gehen. Hier sehen Sie das in dieser Grafik. Wir haben übrigens, was die Analysten-Einstufungen betrifft, 90,9% Kaufempfehlungen, 7,6% halten, nur 1,5% Sell. Mal sehen, wer richtig liegt. Heute Jim Cramer jedenfalls sagt von CNBC, der sagt, the AI giant isn't anywhere near its peak, also der ist noch weit von seinem Peak entfernt. Und hier sehen wir unten nochmal, wie man eben erwartet, dass die Umsätze auf 101 Milliarden Dollar steigen. Also sich um und bei nochmal verdoppeln werden. Also die Erwartungen sind da, dass die ganze Geschichte weitergeht. Hier sehen wir mal,
den Breakdown der Revenues, also was ist was, was kann wem zugeschrieben werden. Und wir sehen hier absolut dominante Data Center, aber auch Gaming spielt eine ziemlich entscheidende Rolle. Other, da sind dann zum Beispiel Chips für Autos oder Schnipp und Schnappe da drin. Wichtig natürlich Nachfrage von den Chinesen. Haben die viel nachgefragt oder haben sie weniger, weil sie sagen, naja, also diese abgespeckten Chips, die aufgrund der Sanktionen hier nur noch zu bekommen sind von Nvidia, das kriegen wir woanders auch oder können wir sogar selber bauen. Das wird einer der zentralen Fragen sein. Meine Damen und Herren, schauen wir uns mal Aktie von Nvidia an. Und sieht man oben RSI das erste Mal unter 70 seit in diesem Jahr, also das erste Mal seit Dezember, ist die Aktie nicht mehr absolut überkauft. Das ist überraschend. Wir sehen der MACD mit einem negativen Schneiden. Wir sehen die Stochastik das erste Mal unter 80 seit gefühlt dem Jahr 1327, also dem latenten Spätmittelalter. Und jetzt ist die Frage, vielleicht kann sich aber Nvidia was einfallen lassen, however, wie die Zahlen ausfallen, so sagt Kobesi Letter hier, naja, die werden sich sicherlich angeschaut haben, die Herrschaften bei Nvidia, was Gesichtsbuch gemacht hat, also Meta, und da könnte man auf die Idee kommen, ja, so ein Stock-Split, also die Aktie sozusagen zu teilen, sodass sie optisch günstiger wird und für viele dadurch attraktiver. Buyback-Announcements, also Aktienrückkäufe oder, was Gesichtsbuch, also Meta auch gemacht hat, Declaration of a Dividend. Das wären natürlich drei Möglichkeiten, um irgendwie die Dinge hier gut zumindest mal erscheinen zu lassen. Jeder ist im selben Trade, wie Goldman Sachs. Ich hatte das gestern schon im Marktgeflüster gesagt. 40% des Handelsvolumens am Freitag bei den großen Werten sind alleine auf Nvidia und Supermicrocomputer entfallen. Und wir sehen hier nochmal weiterführend, was gestern passiert ist. Wir hatten ja einen Down Day, also wir hatten ja die meisten Aktien, die gefallen sind, vor allem die großen Tech-Aktien sind gefallen, die Indizes sind gefallen. Dennoch sehen wir, dass 58% Calls und nur 42% Puts hier gehandelt wurden. Normalerweise sieht man in fallenden Märkten dann schon einen Anstieg der Puts, eben weil die Leute sich absichern wollen, zum Beispiel ihre Long-Only-Portfolios oder ihre Aktienportfolios absichern wollen. Das ist gestern nicht passiert und wir sehen, dass vor allem Small- und Retail-Trader hier die Hälfte des gesamten Volumens ausmachen, im Prinzip Professional und Institutional den Rest. Also da ist sehr viel kleines Geld sozusagen in den Märkten. Das große Geld oder das größere Geld, die Hedgefonds, die haben, wie jetzt eine Analyse zeigt, im vierten Quartal des letzten Jahres, also bis Ende Dezember, ihre Positionierung in Magnificent 7 abgebaut. Keine so richtig gute Idee trading-technisch, denn wir wissen, die Nvidia ist über 40% gestiegen seit Jahresbeginn. Die Magnificent 7 sind deutlich gestiegen seit Jahresbeginn. Die Hedgefonds, wie gesagt, haben ihre Positionierung in allen Aktien, auch in Nvidia, reduziert. Nur bei Amazon nicht, interessanterweise. Und gestern hatten wir dann nachbörslich Zahlen von Palo Alto. Das ist ein Cybersecurity-Unternehmen, also Sicherheit vor Cyberangriffen, Schnipp und Schnapp, 20% gefallen. Das ist insofern relevant, eine komplett andere Baustelle als Nvidia, schon klar. Aber das ist eben auch eine Aktie, die über 24% ist sie gestiegen seit Jahresbeginn. Und dann kommen die Zahlen und es geht nach unten. Böses Omen, Fragezeichen, muss nicht sein, natürlich. Aber es ist auf jeden Fall eine Bemerkung wert. Gestern sehen wir diesen Touch ins Defensive rein, wenn Sie hier mal gucken, die Indizes, wie gesagt, haben sich erholt, dann noch zum Handelsende, Nasdaq dann nur noch minus 0,79, der Nasdaq 100, der VIX dagegen über 8% dennoch gestiegen. Und wenn Sie mal die Branchen anschauen, die gestern gut performt haben, Consumer Staples, Utilities, dann sind das die defensiven Sektoren, unten die offensiven Sektoren wie Consumer Discretionary und Technology. Und ich weiß nicht, ob Sie das hier gut sehen können, wenn die Grafik dunkel ist, aber however, hier sehen wir mal S&P 500 saisonal, beginnt jetzt eigentlich die schwache Phase und für den VIX beginnt jetzt eine Phase eines deutlichen Anstiegs. Muss das so wiederkommen? Nein, muss natürlich nicht. Schon klar, aber es ist interessant, mal hier zu konstatieren, ebenso wie, falls es nach unten gehen würde, dann müssten CTAs, also diese US-Vermögensverwalter, ziemlich heftig verkaufen. Je stärker es nach unten geht, umso heftiger der Trigger wäre. 4.858 Punkte, da sind wir noch ein Stück entfernt. Gestern
haben wir knapp die 4,59 gehalten beim S&P 500. Also wenn er dann weiter runtergehen sollte, dann könnte das durchaus problematisch werden. Hier sehen wir mal Stocks Net Call Volume, also wie viel Calls in Relation zu Puts auf einzelne Aktien, sehen wir sehr, sehr hohe Werte. Oben, unten sehen wir die Positionierung in US Futures, die Long Positionierung, auch sehr, sehr stark. Und hier mal ein Langfristchart des Nasdaq 100 von Platzen der Dotcom-Bubble bis Heide. Wir sehen, das geht praktisch ja sehr massiv nach oben, ist aber jetzt genau an dieser Trendlinie angekommen. Interessanterweise, nur mal zur Kenntnis gebracht, meine Damen und Herren, und wir sehen, dass der VIX des Nasdaq, der VXN, oder VNX, weiß gar nicht mehr genau, also der praktisch die Volatilität beim Nasdaq bemisst, dass der jetzt so hoch ist wie seit Anfang November nicht mehr, deutlich höher als etwa der VIX für den S&P 500. Und wir sehen, dass wir im Nasdaq da aus dieser bärischen Wedge dann nach unten rausgefallen sind, dann Druck und dann eben zum Handelsende die Erholung, die wo wir gesehen haben, wie Jürgen Klinsmann sagen würde, wenn er wieder aus Südkorea zurück ist. Hier sehen wir jetzt einmal dieses zweite Großthema, meine Damen und Herren, nach KI und Nvidia und KI, haben wir Zinsen. Und wir sehen, jetzt preisen die Märkte ein, eine Wahrscheinlichkeit aktuell von 61%, dass inklusive Mai die Zinsen unverändert bleiben. Erst im Juni, dann am 12.06. die erste Zinssenkung. Vor einem Monat hat man gedacht, dass bis Juni die Zinsen mindestens zweimal sinken würden. Jetzt gibt es sogar eine kleine von Optionen bepreiste Chance auf eine weitere Zinsanhebung. Erstaunlicherweise. Und hier sehen wir mal den Zinspfad, wie der sich verändert hat. Ganz unten ist noch Dezember. Also da hat man im Dezember noch gedacht, die Zinsen, die werden schnell und rapide fallen. Und von Woche zu Woche verschiebt sich das nach oben in Richtung also höherer Zinsen, weniger Zinssenkungen, weniger schnellen Zinssenkungen. Das ist schon erstaunlich, aber das hat die Märkte nicht gestört, weil man hat ja KI-Euphorie. Jetzt aber kommt Bill Dudley, ehemaliger Chef der New Yorker Notenbank, und sagt, greift damit einen Gedanken auf, den schon ein anderes Fed-Mitglied hatte. War es Kashkari oder war es Barkin oder was weiß ich, wer das gewesen ist. Hier sehen wir jedenfalls, dass der Dudley sagt, also vielleicht, und er spricht damit ja das Rätsel an, dass die Zinsen hoch sind, aber die Wirtschaft dennoch nicht abzukühlen scheint. Vielleicht ist die neutrale Rate doch deutlich höher, als wir gedacht haben. Mit anderen Worten, die derzeitige Zinspolitik und das Zinsniveau wären gar nicht so rigide, gar nicht so bremsend, wie wir gedacht haben. Was bedeutet, dass erstens die Zinsen länger hoch bleiben müssen und zweitens vielleicht sogar noch höher bleiben oder noch höher steigen könnten, wenn eben die Wirtschaft nicht substanziell abkühlt. Er erklärt das nämlich der gute Dudley mit der Fiskalpolitik, mit den fiskalischen Defiziten. Und klar, also das Wachstum ist auch eine Folge dieses massiven Defizits. Wer Geld druckt ohne Ende und es raushaut, der kann natürlich auch ein Wachstum erzielen. Das versuchen die Chinesen auch. Und siehe da, heute gelingt es, der Hang Seng Plonk gleich mal nach oben crasht sozusagen. Gestern ja. Die Nachricht, dass fünfjährige Immobilienkredite, dass dort der Zins gesenkt wird, hat den Märkten aber im Endeffekt nicht geholfen. Heute, dann geht es nach oben, die Authorities step up their support, heißt es hier. Wir sehen die chinesischen Aktienmärkte, der Hang Seng Technology oder was ist das, auf jeden Fall werden jetzt die Verluste seit Jahresbeginn mehr und mehr reduziert. Und einer der Gründe dafür, das macht die chinesischen Trader echt euphorisch, ist, dass man einen Quant Fund hier bestrafte, der offenkundig Short Selling betrieben hat. Und hier spricht man dann auch schon am 5. Februar von malicious Short Selling, also von bösartigem Short Selling. Also wir sehen, die chinesische Führung tut alles, um jetzt das Ruder rumzureißen, um nicht das Gesicht zu verlieren. Man will jetzt die Aktienmärkte nach oben bringen. Bisher gab es immer wieder Rückschläge für diesen Willen. Irgendwie hat es dann doch nicht geklappt. Wird es diesmal klappen? Fragezeichen hier.
haben wir dazu nähere Informationen in diesem Artikel, den Sie unter dem Video finden, meine Damen und Herren, als Link. China-Aktien steigen, Regierung stützt, Hedgefonds gestoppt. Ja, hier sehen Sie ein KI-Bild vom allerfeinsten, das wo wir da entworfen haben. Also erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Magnificent Seven Rally sind Hedgefund-Aktivitäten eine Erklärung für das, was da passiert ist? Fragezeichen. Also diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren, als Artikel. Jetzt sage ich Servus, ciao.